So, da sind wir. Ah, cool. Okay, Internet wird heute nichts, wie es scheint. Ah, okay. Schaffst du es trotzdem? Schaffst du trotzdem? Einfach so abgebrochen, Stream ist gerade überhaupt nichts. Geil. Schaffst du es trotzdem auf den Server? Ja, anscheinend ja nicht. Ich habe hier gerade gar nichts. Ich kann kurz einen Speedtest machen, falls da überhaupt was passiert. Also heute ohne Modi. Ja, mal sehen, wie lange es dauert. Ich bin halt jetzt zweimal rausgeflogen. Jetzt ist mein Stream wieder da. Ey, cool. Das wäre nicht schön. So, hier haben wir die Musik-Playlist. Cool, bei mir anscheinend doch ohne mich, weil ich... Okay. Noch da? Ist natürlich auch in Discord rausgeflogen. Na? Ich höre den Modi nicht mehr. Okay, cool, dann. Wieder weg. Heute eventuell ohne Modi. Mal schauen. Offensichtlich, weil es... Das ist ja richtige Scheiße gerade, Alter. Das wäre nicht so toll. Also bei mir läuft's, läuft's Internet. Bei Modi scheinbar heute nicht. Ich werde auf jeden Fall mal anfangen, Ziegel zu machen, weil der Plan eigentlich heute war. Das riecht mich jetzt echt auf. Es ist halt so typisch, es läuft immer, die ganze Zeit. Ich weiß, so, die ganze Zeit auf YouTube und alles normal. Ich habe mir auch Twitch-Streams angeguckt. Ich fange selber irgendwas an, weg. Alles weg. Viel gebrannten Stein brauchen wir dafür. Ah, sehr toll. Hörst du mich überhaupt noch? Ich höre dich noch. Okay. Beschwerst dich gerade über dein Internet. Ja. Ja, was machen wir da? Abwarten und immer wieder versuchen. Oder was? Ich komm halt nicht auf den Server. Die Serveradresse kann nicht aufgelöst werden. Unknown Host. Ach so, das liegt nicht an deinem Internet. Da musst du mal Prof fragen, das hatte ich gestern auch. Da musst du einfach die richtige Adresse eingeben. Da frag mal den Prof, das habe ich ihm gestern schon gesagt, dass er dir das mal schickt. Liegt nicht an deinem Internet, das liegt an deinem PC, an deinen Voreinstellungen. Ja, trotzdem, es liegt aber an meinem Internet, dass mein Stream alle zwei Minuten oder so abbricht. Ja, aber du kommst, frag mal Prof, aber ich weiß nicht, ob ich sie dir gerade schicken kann, weil dann ist es im Stream zu sehen. Du hast wieder Bildschirmaufnahme an, also. Nee, eigentlich nicht, aber Sekunde, ich schick sie dir gleich. Sekunde. Der kann halt, das habe ich schon vermutet, dass das bei dir auch so ist. Ja, logisch. Minecraft funktioniert nicht mehr so, dass das halt da musst du direkt die richtige, es kann das nicht mehr auflösen, da musst du die richtige Adresse eingeben. Sekunde, schickst du dir gleich rüber. Ich hoffe, dass es jetzt nicht im Stream zu sehen ist. Hat mir Prof doch gestern. Wo hat das mir geschickt? Okay, mein Stream hat einen Blackscreen, das ist perfekt, so soll es auch sein. Ich kann ja schon mal die Spielaufnahme wenigstens ändern. Vielleicht bleiben wir aktiv, wer weiß. So, hier hast du die Direktadresse. Die schicke ich dir im Discord. Das wäre wunderbar. Und einfach mal in das Feld bei der Adresse eintragen. Und nicht aus Versehen im Spiel zeigen, im Stream zeigen oder eine Aufnahme. Das wäre gut. Moment, ich habe ja gerade umgestellt. Ja, danke, pass mal auf. Die haben jetzt nur die alte Adresse gesehen, die ja nicht mehr funktioniert. Ja, das ist die richtige, oder? So. Okay, cool. So, okay. Ich bin, glaube ich, drauf.
Müsste klappen jetzt. Ja, Mordef hat das Spiegel betreten. Juhu. Sieht gut aus. Sehen. Aber Discord bricht da auch mal wieder ab. Ne? Ich höre ihn gerade nicht. Okay. Na dann. Mal wird das Spiel verlassen. Das ja. Ist sehr gut. Na, warte mal. Mal für das Spiel betreten. Es läuft gerade sehr gut. Wenn ich nochmal rausfliege, dann beende ich für heute, weil es ist halt scheiße. Es ist halt echt immer so. Es funktioniert alles die ganze Zeit über. 24 Stunden am Tag. Ich starte irgendwas. Willkommen bei Vodafone. Ja, ich starte irgendwas. Es bricht sofort ab und es läuft auch nicht gut gerade. Boah, weißt du was? Ich brech den scheiß Stream ab. Dann machst du ohne Stream. Bist du ohne Stream dabei? Ja, das fuckt mich halt so ab. Das war genauso dasselbe. Bist du in meiner Aufnahme heute mit drin? Ja, cool. In meinem Stream. Kannst du meinen Stream hosten, dann hast du es auch bei dir. Du denkst, ich kann einen Stream angucken jetzt gerade, während ich hier irgendwas mache. Mensch, dann versuch. Das ist ja sehr... Dann kannst du doch kurz auf den Host-Button klicken. Das könnte ich machen, ich habe dich aber bei mir, glaube ich, noch... Doch, ich hatte dich doch drin, du müsstest Auto-Host sein. Dann müsstest du ja gleich... Oh, mein Stream lief gerade noch, hey, cool. Du löst einfach einen Host aus. Das ist halt. Hast bei mir kurz einen Alert, aber. Ich brauche mehr gebrannten Stein. Um wie viel wetten wir, dass jetzt alles wunderbar perfekt läuft bis heute irgendwann Mitternacht? Wie viel wetten wir? Ich wette gar nicht. So, fangen wir erstmal an. Holz musst du noch besorgen. So, bist du im Spiel? Ja. Gesundheit. Ah, danke. So, der Plan ist heute mal Kirchbau zu machen. Ich baue eine Kathedrale. So, wo haben wir hier noch einen Platz, wo wir eine Kathedrale bauen können? Dort oben auf dem Berg. Da, wo Serpi seine Bude hat. Die wird jetzt geplättet. Der Serpi, der wird wahrscheinlich nicht mehr kommen. Mhm. Weißt du, ob der nochmal zu einer Frage kommt? So unglaublich scheiße, das liegt wahrscheinlich auch an der Inhaltverbindung. Steht hier oben schon was von dir, Modi, oder? Wo? Kann ich den Berg hier? Das ist doch unerträglich. Ich mach mal eben den Shader und alles aus. Kann ich hier die Kathedrale drauf errichten? Hier sind schon auf jeden Fall viele Fackeln. Sehr viele Fackeln. Ich glaube, das war Serpis Gebiet, was er sich abgesteckt hatte. Da steht ein großer Steinpenis. Einigermaßen. Dann spiele ich halt jetzt ohne Shader, ist mir jetzt auch scheißegal. Ja gut, hat man sich denken können. So. Dann nutze ich mal hier das. Sieht nicht so aus, als ob da was von dir stände. Dann erbaue ich hier mal am höchsten Ort das höchste Gebäude. Okay, das erklärt, warum es so unglaublich scheiße gelaufen ist. Das muss ich dann aus der Aufzeichnung rausschneiden. Ja. Ich benutze nicht den Shader die ganze Zeit. So. Für irgendeinen Grund. Da kam dann Wait. So, Spielzeugspitzhacke craften. Bergbank habe ich zum Glück dabei hier. Hast du bewusst, was für eine Menge an Leistung fucking Microsoft Edge zieht?
Sehe ich aus, als wüsste ich irgendwas. Auf jeden Fall, Minecraft lief gerade richtig scheiße. Ich habe okay. Microsoft Edge kurz ausgemacht, wo halt Twitch und alles noch geöffnet war. Ich hatte doch hier jetzt Holz. Läuft es plötzlich flüssig, also ich habe gerade... Ich komme in die Mischunge. Habe ich V-Sync ausgemacht irgendwann? Sieht so aus. So, Spielzeug, Spitzhacke. So, Stein. Steinspitzhacke mach. Ah, ich habe gerade zwei Zuschauer. Falls du nicht einer davon bist. Weil jetzt spitze direkt mehr auf. Machen wir ja mal Platz. Ah, jetzt haben wir's. Ich habe da irgendwas in meinem Kopf verstellt gehabt, deshalb ist es so unglaublich schlecht gelaufen. Okay. Ja gut, wenn ich halt ohne FPS-Optimierung spiele und dann. Jetzt FPS-Optimierung. Ist doch das Wasser nicht mehr so grün. Das ist ein Sumpf dort hinten. Das Wasser muss grün sein. Nein, bei mir hier. Es war immer grün, wenn es Tag war bei mir. Du hast ja auch. Du hast ja auch hier Dingens drauf. Oh, okay, hier steht ein Ofen, hier steht ein pinkes Bett und. Okay, scheinbar. Das sieht immer noch nicht so gut. Modi, ist das von dir hier oder? Modi, wenn du was dagegen hast, dass ich jetzt hier baue, dann mögst du jetzt sprechen oder für immer schweigen. Ich habe nur bei mir in dem Gebiet gebaut. Ja, ich habe hier. Ich weiß nicht, ob das dein Gebiet ist, weil hier steht pinkes Bett und Ofen. Ich hab kein pinkes Bett. Scheint von irgendjemandem das Haus zu sein. Scheinbar von Serpi. Da oben steht auch die Werkbank, habe ich gerade hingestellt. Dann würde ich sagen, mache ich das, dann brauche ich jetzt die Erde und mache ich das jetzt zu einer Ebene. Dann können wir hier. Ist jetzt hier dumm wegen der Höhle. Aber vielleicht können wir das irgendwie trotzdem dicht machen. Dann machen wir da. Tja. Dann wird Serpi, falls er nochmal dazukommt, irgendwann, eines Tages, findet er sein Bett neben der Kirche wieder. Das kann oh, shit. Auch sein. Hast du Erde? Ach stimmt, ich habe ja selbst eine Kiste von der Erde. Müsste ich haben. Auch Enderman. Modi steht die ganze Zeit noch im Weg rum. Ja, ich habe rausgefunden, was geändert war. Warum es so schlecht gelaufen ist gerade. Was war es denn? Aus irgendeinem Grund waren bei mir die geladenen Chunks auf 40 gestanden, statt auf 14 wie üblich. Okay. Ja, das erklärt natürlich, warum es nicht auf 60 FPS läuft. Wenn das Vierfache von dem, was eigentlich geplant war, geladen wird. Stein. Hier habe ich mein Fass voller Erde. Ich würde heute anfangen mit dem Leuchtturm, da muss ich mir noch irgendein Bild raussuchen, was ich nachbauen. Mach dies. Ich habe auch eine kleine Anleitung geholt, wonach der ich mich orientieren werde. Mal schauen, vielleicht werde ich auch einiges noch dran ändern. Du baust einen Leuchtturm, ich baue eine Kirche. Eine Kathedrale. Ach, du hast ja also Bilder vom Kölner Dom rausgesucht? Nö. Belastend. Ist was anderes. Ist einfach eine stinknormale Kirche. Das ist bedauerlich. Willst du also keine 50 Jahre daran bauen? Nee.
sehr viel Kuhgestöhne auf dem rechten Ohr. Gerade. Profs Kuhfarm ist auch übertrieben hier. Das ist. Wie viele Kühe sind das? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben auf YouTube und jetzt im Stream. Wenn jemand da ist im Chat, einmal schätzen, was das, wie viele Kühe sind das. So, ein Gewinnspiel draus mache ich, zähle nach und dann. Die kriegst du nicht gezählt. Wer am nächsten dran ist, kriegt was. Tja, was sind, wie viele Kühe könnten das sein? 100? 150? 375. So ungefähr sieht das aus. Ja, was? Hat sich gerade eine Falle ausgelöst. Klingt aber gerade seltsam. Was ist passiert? Irgendwas löst sich hier mal aus. Und was ist hier? Molly, machst du da Sachen? Ich mache hier gerade gar nichts. Ich stehe einfach nur rum und gucke mir Bilder von Leuchttürmen an. Wo ich mir irgendeinen raussuchen muss, der nicht klischeehaft und scheiße aussieht. Wie klischeehaft und scheiße? Sehen nicht alle? Und ein rot-weißer Pimmel in den Himmel. Ja. Vielleicht findest du ja was, was nicht so bunt ist, was vielleicht so ein bisschen mittelalterlich auch, was ins Dorf passt irgendwie. Ich hätte ja irgendwas aus Holz oder halt Türme aus Stein. Irgendwas aus. Irgendein Lichthaus aus Stein. Guck mal, vielleicht finde ich ein Bild von dem. Aus dem Film. Hier wird erstmal eingeebnet. Sehr schöne Erde, die man hier hätte abgraben können, aber. Okay, ich brauche wahrscheinlich noch mehr Erde. Doch ein schönes Bild. So, neuer Tab. Ach, fuck! Schon so runtergestürzt. Ist wahrscheinlich erstmal unter mir. Ja, den kriege ich schon hin. Das muss auch irgendwie dann dicht gemacht werden. Dass wir eine Ebene haben, auf der was gebaut werden kann. Genau dafür habe ich eine Erde, eine Kiste voll Erde. Ich werde ja, theoretisch. Theoretisch reicht das hier schon, wenn wir da noch. Dicht machen. Wolltest du es hier auf die Insel haben oder? Sekunde, ich komme gleich. Also da wo die Mauer endet, kannst du auf die Insel, da solltest du hin. Okay, dann kann ich das eventuell sogar mit der Mauer kombinieren. Das war die Idee. Das ist mit der Mauer endet, dass die Mauer, wo die Mauer endet, der Leuchtturm, ja, zumindest halbwegs anfängt. Ja, dann muss ich aber viel terraformen hier. Erstmal, ich brauche nämlich eine halbwegs gerade Fläche. Dann kann ich, ja, dann kann ich hier so rüber das Haus noch ziehen. Das ist gut. Okay, mach du mal einfach. Ja, ich baue einfach den Leuchtturm aus dem Film, der Leuchtturm nach. Okay. Den ich noch nicht gesehen habe. Wie sieht der Leuchtturm aus dem Film, der Leuchtturm aus? Ich glaube alt und schottisch. Irgendwo sind hier Fallen aufgebaut. Irgendwas schießt hier immer. Ich habe hier Schussgeräusche. Hörst du wieder über deine Selbstschussanlagen? Ich habe keine Selbstschussanlagen. Ja, du hast ja das Minenfeld gebaut und nicht die Anlagen. Das habe ich abgebaut. Aber irgendwas. Irgendwas macht hier Zisch immer nicht. Sicher, dass du deine Mauer ausgeleuchtet hast. Mehr ausgeleuchtet geht gar nicht.
Ansonsten wäre da wahrscheinlich eine Spinne oben in der Decke. Ich bin nicht an der Mauer. So, wo dann? Ich bin gerade auf dem Hügel und terraforme den Hügel, damit hier... Dann ist potenziell eine Spinne unter oder über dir. Das klingt nach Redstone. Das klingt nach irgendeinem Redstone ausgelösten... Irgendeine Redstone-Monsterfalle, die dort ausgelöst wird. Ist in der Nähe von der Monsterfalle? Keine Ahnung. Ich muss nur dran denken, dass ich mich nachher hier nicht runtergrabe. Dann wäre das nur eine Ebene. So, machen wir hier dicht. Moment, scheint als müsste ich gleich Einkauf hochbringen. Wenn du jetzt wieder terraformst, dann bist du doch die ganze Folge sowieso erstmal mit Terraforming beschäftigt. Ja, ich bin jetzt erstmal kurz weg, ich streame ja gerade nicht, weil... Übrigens, habe ich nicht gesagt, sobald ich aufhöre zu streamen, Internet perfekt. Ja, das ist... Es ist immer so, es ist wirklich immer so. Entweder ist es kein Abend in meinem Stream, gerade vorhin habe ich einen neuen Follower gekriegt, Internet tot. Tja. Es soll halt nicht... Modi, es soll halt nicht sein. Es sollte nicht sein, dass du heute streamst. Also ich bin eben weg. Viel Spaß, bis gleich. So, na dann. Ja, ich muss ja auch erstmal terraformen. Was denkt ihr, wie groß wird die? Das ist ganz so gigantisch wird es nicht werden, aber ich denke, hier so ein bisschen Platz sollten wir. Ja, der Boden ist jetzt hier egal. Ich schau mal, was in der Anleitung steht. Ich werde die Mauer erstmal. Der unterste Kirche erstmal nach Anleitung machen, was wir dann, wie wir dann die Kirchturmspitze und so weiter machen. Das ist dann was anderes. Habe ich auch bei der Hobbit-Höhle noch ein bisschen Sachen verändert, habe ein bisschen andere Sachen anders gemacht. So, da haben wir jetzt auf jeden Fall Stein und Steinziegel. Okay. Wie stellt der Tutorial-Ersteller sich das vor? Okay. Interessant. Das sieht dann auch nach Stufen aus. Vielleicht bauen wir hier erstmal. Aha. Dann der Eingang oder was? Ja, so sieht's aus. Das heißt, den platzieren wir hier. Da soll man reinkommen. Drei breit, ich mach das lieber. Mach's mal noch ein bisschen größer. Doppelt groß. Also wird das auch mindestens 6 breit. Wenn das 5 hoch gemacht hat, sind es 3 breit. Soll das mindestens 16, 17 hoch. Ja, 12, 13 können wir hoch machen.
12 ist doch eine große, gute Kirche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zumindest für das Portal. Das andere wird noch viel, das wird noch viel größer. Das ist viel größer. So. Die Musik passt gerade absolut gar nicht. Mode fürs AFK. So. Ja, frohen Fallschaden. Ja. Ich glaube, das noch breiter. Ach, ist ja erst. Es wird noch breiter. Ja, viel mehr breiter, dann müssen wir da noch terraformen. Ja. Die eine Karotte mehr essen, wenn übrig war. Okay. Oha. Habe ich, glaube ich, auch in die falsche Richtung gebaut. Ah, jetzt gibt es ja den tollen Command. Definitiv in die falsche Richtung gebaut. Oder auch nicht. Doch, habe ich. Gut, Stein verschwendet. Oh doch, das gehe ich zurück. Sehr schön. Nicht verschwendet. So, na dann. Auf die andere Seite muss das kommen. Hat mich verbaut. Ja, die Musik ist gerade. Ja. Random Playlist halt. So, hier abbauen. Gott sei Dank kriegt man Ziegel zurück. So, ich wäre wieder da. Willkommen zurück.
Wusstest du, dass man Ziegel zurückkriegt, wenn man die abbaut mit der Spitzhacke? Ja. Einen gebrannten Stein nicht, der wird dann zu Bruchstein, aber... Ja. Der Ziegelständige... Ziegel kriegt man zurück. Das weiß man eigentlich. Wusste ich nicht. Ich weiß auch andere Sachen nicht. Jetzt brauche ich eigentlich Stufen. Wie mache ich Ziegelstufen? Mit deinem Schneidegerät, oder? Da kriege ich das dann. Hast du nicht ein eigenes? Ressourcenstarren. Nee, ich glaube nicht. Habe ich noch nicht gemacht. Na dann. Jetzt hier nicht irgendwo eine Leiter oder so? Was soll's?